Rhythmisches Klatschen für die Kanzlerin. CDU, CSU und FDP wollen Geschlossenheit demonstrieren. Mit der Generaldebatte im Bundestag beginnt eine politisch brisante Phase, die mit der Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm Ende dieses Monats ihren Höhepunkt finden wird. Merkels Kanzlerschaft steht dabei auf dem Spiel. Sie hängt an Europa. Das weiß die Regierungschefin und dementsprechend eindringlich spricht sie. Keine Generation kann sich ihre Aufgabe aussuchen. Die Gründerväter mussten ein zerstörtes Deutschland aufbauen, die Erbfeindschaft mit Frankreich überwinden. Und unsere Aufgabe heißt, den Weg aufzuzeigen, wie wir eine Stabilitätsunion erreichen. Bringt Schwarz-Gelb bei der entscheidenden Abstimmung keine eigene Mehrheit zustande, könnte die Koalition zerbrechen. Eine Probeabstimmung am Montag ging äußerst knapp aus. Deshalb kämpft Merkel nun. Ihre Rede richtet sich weniger an die Opposition als an die eigenen Reihen. Und die zentrale Aufgabe dieser Legislaturperiode heißt, so wie Deutschland stärker aus der Krise herausgekommen ist, als es hineingegangen ist, muss jetzt auch Europa stärker aus der Krise herauskommen, als es hineingekommen ist, meine Damen und Herren. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Vorgehen bei den Milliardenhilfen an EU-Partnerländer grundsätzlich gebilligt hat, sieht Schwarz-Gelb den eigenen Kurs bestätigt. Was die Opposition naturgemäß anders beurteilt und die Regierung massiv kritisiert. Dieses seit Herbst 2008 fortgesetzte Marktversagen, das wir erleben, das ist der Komplettverlust Ihres politischen Koordinatensystems. Die Wirklichkeit hat sich in diesen 3 Jahren radikal verändert. Und in dieser neuen und veränderten Wirklichkeit, da finden Sie sich ganz offenbar nicht mehr zurecht. Wir haben es mit einer Systemkrise zu tun. Wir haben es mit einer Diktatur der Finanzmärkte zu tun. Die großen privaten Banken, die großen privaten Fonds, die großen privaten Versicherungen und die Hedgefonds machen vor nichts Halt, reißen alle noch bestehenden Dämme nieder und brechen sämtliche Tabus. Und sie haben nicht die Kraft und nicht den Mut, endlich etwas dagegen zu tun. Dem von allen Oppositionsparteien geforderten vorzeitigen Ende von Schwarz-Gelb erteilt dann FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle eine etwas nuschelige Absage. Wir lassen uns nicht beirren. Die christlich-liberale Koalition setzt ihre Politik konsequent fort. Und am Schluss werden wir auch die Bestätigung finden. Und ich sehe beste Chancen, dass wir erneut in 2 Jahren Wählerauftrag bekommen. Am 23. September soll im Bundestag über den Rettungsschirm abgestimmt werden. Dann wird sich entscheiden, wem noch nach Lachen zumute ist.